wollen es uns nicht nehmen, wenige Tage vor dem Koalitionsgipfel deutlich zu machen, dass mit dem Mindestlohn eine neue Zeitrechnung beginnt, eine ehrliche Zeitrechnung für die Arbeit, wie wir es sehen. Der Mindestlohn ist eine historische Leistung, die die Sozialdemokratie für die Menschen in Deutschland durchgesetzt hat. Für 3,7 Millionen Menschen haben wir ganz konkret ihre Lebenslage verbessert auf einen Schlag. Sie haben am Monatsende mehr Geld in der Tasche. Und alle Schreckensszenarien, die es vorab gegeben hat, auch von sogenannten Experten wie von Herrn Professor Hans-Werner Sinn, sie haben sich als absolute Luftnummern herausgestellt. Es gibt keine Unternehmenspleiten, es hat keine Massenentlastungen gegeben und es hat auch keine massiven Preiserhöhungen gegeben. Alles Fehlanzeige. Die deutsche Wirtschaft brummt, die Arbeitsmarktzahlen sind rekordverdächtig, wie die Bundesarbeitsministerin sicherlich gleich noch mal bestätigen wird, und der Mindestlohn funktioniert. Und ich bin auch erfreut darüber, dass im Übrigen auch zunehmend Arbeitgeber sehr wohl von der positiven Wirkung, gerade auch im Handwerk, berichten, die der Mindestlohn bedeutet. Und daher gilt, der Mindestlohn ist eine volle Erfolgsgeschichte. Interessant ist allerdings auch, dass wir inzwischen beim Mindestlohn immer mehr von der Zeiterfassung reden als über den Mindestlohn an und für sich. Warum ist das eigentlich so? Und der Zusammenhang von Arbeitslohn und Zeiterfassung, der ist ja schließlich nicht neu. Und nichtsdestotrotz ist es so, dass wir mit einer eigenen Kampagne darauf hinweisen möchten, dass das mit der Zeiterfassung erstens natürlich gar nicht so schwer ist, aber, und dass es dafür etwas so Praktisches gibt wie eine Armbanduhr. Aber wir wollen eben auch deutlich machen, in diesen Tagen, da reden viele über die Uhr, die neue Uhr, die es gibt, aber wir wollen über die Zeit reden. Und das heißt ganz einfach, die Formel bedeutet, eine Stunde hat 60 Minuten und kostet 8,50 Euro, Punkt. Und wir wollen dann auf mindestlohn.spd.de darauf werben, dass seit dem 1. Januar in diesem Sinne eben nicht nur historisch, sondern auch ganz praktisch eine neue Zeitrechnung offensichtlich in der Republik gilt und dass sie ganz konkret und einfach auch lösbar ist. Wir werden dazu im Parteivorstand heute auch noch einen Beschluss fassen mit Blick auf den bevorstehenden Koalitionsausschuss. Und für die praktischen Erfahrungen, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten damit haben erleben können und die Herausforderungen, die schon bewältigt worden sind, dazu habe ich mir zwei tatkräftige Genossinnen aus meiner Partei mit auf die Pressekonferenz geladen. Ich bitte dich, liebe Andrea, jetzt noch mal konkret zum Wort. Vielen Dank. Sie wissen, dass ich nächste Woche einen Bericht zum Stand der Umsetzung des Mindestlohns im Koalitionsausschuss vorlegen werde. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute hier auch eine Etappe mache im SPD-Parteivorstand, weil es natürlich auch wichtig ist, dass wir uns austauschen darüber, wie sind denn die Erfahrungen? Die Erfahrungen mit der Umsetzung des Mindestlohns in Deutschland sind sehr gut. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Wir wissen, dass der Mindestlohn mittlerweile überall ankommt. Wir wissen, dass wir Millionen von Menschen haben, die davon profitieren. Und wir haben vor allem ehrliche Arbeitgeber, die davon profitieren, dass wir dafür sorgen wollen, dass der Mindestlohn nicht nur auf dem Papier steht, sondern wirklich auch von allen ernst genommen wird. Dafür brauchen wir Kontrollen und dafür brauchen wir aber auch erstmal eine Grundlage, auf der wir stehen, was wirklich Mindestlohn ausmacht und wie wir ihn auch erfassen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, Jasmin, dass wir heute hier nochmal plastisch und sehr eindrucksvoll dargelegt bekommen, dass nun mal der Kernbestandteil des Gesetzes schlicht ist, dass jede Stunde, die geleistet wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eines Betriebes, eines Unternehmens, auch ihren Wert hat. Und der ist in Deutschland seit dem 01.01.2015 auch beziffert. Der Wert einer Stunde bedeutet 8,50 Euro bar oder überwiesen, egal, auf jeden Fall 8,50 Euro brutto die Stunde. Und demzufolge kann ich Ihnen versichern, dass der Kern dieses Gesetzes auch nicht zur Disposition steht. Mindestlohn-Light gibt es nicht mit uns und Mindestlohn nur für Ehrliche gibt es nicht mit uns. Denn wenn wir richtig erfassen und richtig kontrollieren und richtig umsetzen, dann schützen wir damit auch die 99%
der Arbeitgeber, die es richtig machen wollen, die ehrlich sind, die den Lohn auszahlen, vor Lohndumping und Lohnkonkurrenz und unfairen Wettbewerb. Das ist meine feste Überzeugung. Das werden wir heute ja noch mal diskutieren. Ich würde mich freuen, wenn die guten Erfahrungen mit Mindestlohn auch am Ende wirklich hier auf breite Zustimmung stoßen. Ich bin sicher, dass das auch der Fall ist. Und ich bin guter Dinge, dass wir dann auch das Mindestlohngesetz als eines der großen historischen Reformen unseres Landes am Ende dieses Jahres als eine Erfolgsgeschichte werten, und zwar alle. Und momentan sind ja noch einige da, die wir überzeugen müssen. Aber ich bin sicher, die nächsten Monate, da werden wir das auch noch schaffen.